Schönen guten Abend. Mein Name ist Jana Zinkernagel. Ich habe schon gerade gehört aus dem Publikum, wer ist das? Ich bin eine Kollegin vom Fachbereich Geisenheim. Ich bin heute dem Ruf des Präsidenten gefolgt oder auch hoffentlich auch Ihrem Interesse, mich Ihnen heute vorzustellen. Ich entführe Sie heute im Rahmen meines Vortrags in den Rheingau. Das ist dort mein Arbeitsort am Campus Geisenheim, Fachbereich Geisenheim. Ich stelle mich kurz selber nochmal vor. Ich habe eine etwas andere Position wie hier die meisten Dozenten oder Professoren. Ich bin nämlich eine geteilte Person, zu 50% Professorin an der Hochschule Rhein-Main und zu 50% Fachgebietsleiterin an der Forschungsanstalt Geisenheim. Und somit wird auch meine Präsentation auch einen großen Teil beinhalten, was mache ich neben der Lehre, was machen die anderen 50%, und darüber werde ich auch etwas berichten. Ja, erst mal was zur Person. Ich dachte mir, vielleicht kann man mal ein bisschen erklären, wie komme ich zum Gartenbau, denn ich arbeite ja im Gartenbau. Ich wollte eigentlich ein bisschen berichten, dass meine Eltern früher im Nebenerwerb Erdbeeren angebaut hatten. Wir hatten aber leider kein schönes digitales Foto davon. Dann dachte ich mir, zeige ich trotzdem mein Interesse an den Nutzpflanzen. Ja, ich hatte mich schon frühzeitig für Gartenbau interessiert und habe dementsprechend dann auch den Schritt gewagt, an der Technischen Universität München an Standort Weinstephan Gartenbauwissenschaften zu studieren. Sie sehen hier mal so ein kleines Portfolio unseres Standortes. Im Rahmen meines Hochschulstudiums habe ich dann besonderes Interesse entwickelt an Gemüse, vor allem an den Inhaltsstoffen von Gemüse, aber auch Arzneien, Gewürzpflanzen waren Aspekte, die mich besonders interessiert haben. In dem Zusammenhang habe ich dann auch Auslandspraktika durchgeführt. Ich dachte mir, falls heute noch Studierende im Publikum gewesen wären, hätte ich das auch noch mal ein bisschen anpreisen können, wie interessant und lohnenswert es ist, dies zu tun. Ich hatte zum einen ein Praktikum in Irland absolviert, in der Staudengärtnerei, wie Sie es hier sehen, und ein anderer Zeitraum im Rahmen meines Praktikums war in Frankreich, in einem Wildsammlerbetrieb in den Bergen des Juras, in dem wir Arzneien, Gewürzpflanzen gesammelt haben, die man nicht im regulären Anbau kultivieren kann. Ja, das war dann so ein bisschen auch nochmal der Bereich, der mich mit Arzneien, Gewürzpflanzen auch noch so ein bisschen abgedeckt hat. Nach meinem Studium oder vor allem auch während meines Studiums habe ich dann begonnen, als Hilfswissenschaftler zu arbeiten, habe da verschiedenen Lehrstühlen gearbeitet, Pflanzenernährung, Phytopathologie, das waren die Aspekte, die mich besonders interessiert haben, und es hat sich auch gelohnt aus Sicht meines akademischen Lebenslaufes, denn ich habe daraufhin im Anschluss an mein Studium dann auch noch eine wissenschaftliche Arbeit angeschlossen, konnte da im Rahmen von DBU-Projekten weiterarbeiten an der Technischen Universität München als auch an der Landesanstalt für Landwirtschaft in Weinstephan. Das habe ich so circa ein Jahr gemacht, bis ich dann selber entschlossen habe, das kannst du jetzt auch selber, und habe beschlossen zu promovieren. Mein Interessensgebiet der Arzneipflanzen und Inhaltsstoffe von Gemüse haben mich nicht losgelassen. Es hat sich da in dem Bereich allerdings nicht wirklich was ergeben, bis ich dann von einer Kollegin aufmerksam gemacht wurde auf eine Ausschreibung von Herrn Professor Paschold am Campus Geisenheim, dass es da eine Doktorarbeit mit Spargel gäbe. Und ich dachte, naja, Spargel, okay, aber mich hat dann überzeugt, es ist eine Officinalpflanze, Asparagus officinalis. Da dachte ich mir, gut, das ist jetzt die Brücke zwischen meinen Arzneipflanzen und dem Spargel. Sodass ich dann 2004 begonnen habe, am Standort Geisenheim zu promovieren. Sie wissen ja, wir haben kein Promotionsrecht. So hatte ich dann meinen Doktorvater an der Uni in Gießen, Herr Hunermeier. So bin ich von München nach Geisenheim gewechselt, so bin ich von der Kartoffel zum Spargel gekommen und habe da in 3 Jahren an der Forschungsanstalt Geisenheim promoviert. Hier sehen Sie so ein paar Bilder. Links oben sehen Sie, wie ich die Photosyntheserate von Spargellaub messe, und unten mittels der Schulanderbombe das Wasserpotenzial, also den Wasserversorgungszustand der Pflanze. Denn unser Hauptschwerpunkt im Rahmen dieser Forschungstätigkeit war Wasserhaushalt von Spargel, vor allem
was löst Trockenstress in Nutzpflanzen aus? Und Sie werden auch später dann sehen in meinem Werdegang, was mache ich beruflich oder was habe ich beruflich gemacht, was will ich beruflich noch weiterhin machen, wird mich Wasserhaushalt von Pflanzen unter der besonderen Berücksichtigung von Trockenstress nicht verlassen. Im Anschluss an meine Promotion hat sich schön ergeben, dass ich im Fachgebiet Gemüsebau an der Forschungsanstalt eine Wissenschaftlerstelle bekam und mit Herrn Professor Paschold knappe 2 Jahre zusammengearbeitet habe. Und an diese Zeit der wissenschaftlichen Mitarbeit hat sich dann mein Elternjahr angeschlossen. Ja, nach dem Elternjahr hat sich dann auch die Ausschreibung hier ergeben und ich habe mich dann aus meiner Elternzeit auf diese Stelle beworben. Und wenn ich nicht diese Stelle bekommen hätte, würde ich auch heute nicht vor Ihnen stehen. Ich habe im Dezember 2010 den Ruf erhalten, Hochschulprofessorin und auch in dem Zusammenhang Fachgebietsleiterin an der Forschungsanstalt Geisenheim zu werden. Und das ist der zweite Aspekt meines Vortrags, nämlich wo bin ich, was mache ich? Und hier möchte ich Ihnen mit diesen 3 Bilderchen darstellen, was so meine Tätigkeitsfelder sind. Zum einen rechts sehen Sie unser Fachgebiet. Wir sind 18 Personen, je nachdem, ob wir Doktoranden, Hiwis und noch Auszubildende mit dazu zählen. Wir betreiben Forschung im Bereich Gemüsebau, im Bereich Bewässerung, Ressourcenschutz. Auf die Aspekte gehe ich noch im Weiteren ein. Hier links oben sehen Sie die Mensa und das zentrale Hörsaalgebäude in Geisenheim. Und ich hatte hier mir erlaubt, Ihnen unser Symbol Campus Geisenheim näher zu bringen, indem ich hier einfach eine mathematische Gleichung aufgestellt habe. Die Forschungsanstalt plus die Hochschule Rhein-Main ergibt den Campus Geisenheim. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was auch der rote Faden in meinem Vortrag jetzt darstellen soll. Wir sind nicht einzeln zu betrachten, weder die Forschungsanstalt noch die Hochschule Rhein-Main am Campus Geisenheim. Wir verzahnen die Forschung und die Lehre einerseits schon durch solche Stellen, welche ich auch innehabe, dass wir einfach geteilte Tätigkeiten ausführen und es geht nur sinnvoll, indem wir das natürlich verknüpfen. Und dass es auch gelebt wird, sehen Sie, dass sowohl der Präsident Reimann als auch der Direktor Schulz sich zu einem gemeinsamen Logo dann auch aufraffen konnten. Forschung. Ich will nur den Leitfaden meiner Forschung präsentieren und die Grundidee, die wir darin vertreten, ist, dass wir zum einen die pflanzenbaulichen Produktionssysteme vor allem im Gemüsebau optimieren wollen. Sie sehen es hier links unten, sehen Sie Freilandversuchsflächen mit gemüsebaulichen Kulturen darauf. Darüber fährt ein automatischer Gießwagen, computergesteuert. Er kann unterschiedliche Parzellen bewässern. Er ist sozusagen auch so unser Leuchtturm unserer Bewässerungsforschung. Also ein wichtiger Aspekt unserer Forschung ist Wasser, Wasserhaushalt, Bewässerung, auch im Sinne von Ressourcenschutz. Alle unsere Aspekte oder Schwerpunkte sind nicht voneinander zu trennen. Wenn wir sagen Optimierung pflanzenbaulicher Systeme, sind sie natürlich auch im Sinne von effizienten Einsatz von Ressourcen und auch mit der Zielvorgabe, eine gesunde, schmackhafte Nahrung dem Konsumenten darzubieten in Form von Gemüsekulturen. Hier sehen Sie die schwarze Möhre, Sorte die Purple, wird sie nochmal begleiten. Ein wichtiger Aspekt im Rahmen auch des Bewässerungsmanagements ist die Klimafolgenforschung, die wir betreiben. Einerseits aus Sicht des Anbauers, was wird in den nächsten 100 Jahren auf uns zukommen hinsichtlich Wasserverfügbarkeit. Da modellieren wir Verdunstung, Niederschlagswahrscheinlichkeiten, aber auch extreme Ereignisse in Form von Trockentagen. Wann werden sie auftreten und welche Auswirkungen werden daraus auf den, vor allem hier in, auf der Karte sehen Sie Hessen, auf den hessischen Gemüseanbauer sich auswirken. Das heißt Modellierung, Simulierung, aber auch mit dem Ziel, praktische Empfehlungen abzuleiten. Neben diesem Aspekt dieser Klimafolgenforschung haben wir seit letztem Jahr ein FACE-System etabliert oder beziehungsweise sind daran noch, es vollständig in Gang zu setzen.
FACE für Sonderkulturen steht für Free Air Carbon Enrichment System. Es dient dazu, den CO2-Gehalt der Atmosphäre anzuheben, mittels von diesen Pfeifen, wie Sie hier sehen, dass in diesen Ringen, in denen dann Sonderkulturen, für uns natürlich gemüsebauliche Kulturen angebaut werden, dann einer erhöhten Konzentration von CO2 ausgesetzt sind, um diese zum Beispiel der CO2-Konzentration für 2050 nachzustellen, die Auswirkungen einer erhöhten CO2-Konzentration auf den Stoffwechsel, auf die pflanzliche Entwicklung, aber auch auf die inhaltliche Qualität von Gemüse zu untersuchen. Wir sind, glaube ich, einmalig europaweit, eventuell auch international, dies für Sonderkulturen zu machen. Wenn ich von Sonderkulturen spreche, meine ich Gemüsebau, Obstbau, Weinbau und Zierpflanzenbau. Um all diesen Kulturen und ihren Ansprüchen gerecht zu werden, ja, ist da unser technischer Mitarbeiter, der sehr stark gefordert. In diesem Projekt, was wir interdisziplinär am Standort bearbeiten möchten, werden wir auch alle diese Aspekte der Klimafolgen bearbeiten. So viel erstmal zur Forschung. Ich versuche wirklich auch die 50% meiner Tätigkeit hier auch in Form meines Vortrags zu präsentieren. Deshalb möchte ich mich jetzt meiner Lehrtätigkeit widmen, soweit sie wirklich auch von meinem Forschungsbereich trennbar ist. Da Sie mich nicht kennen, würde ich gern kurz einen Abriss geben von dem, was ich lehre oder in welchem Bereich ich tätig bin. Einerseits in der Theorie unterrichte ich in den Grundlagen des Pflanzenbaus, auch der Gemüseproduktion. Im Bachelorstudiengang, im Masterstudiengang lehre ich Statistik oder auch Forschungsmethoden. Praktische Angebote sind, das Projekt im Gemüsebau ist sehr beliebt. Das findet meistens im Sommersemester statt, sodass Studierende da an unserem Forschungsbetrieb Tätigkeiten durchführen können, einerseits sich an Forschungsprojekten zu beteiligen oder ihre eigenen Ideen aus Sicht des Gemüsebaus bei uns praktisch umzusetzen. Forschungsmodul ist auch eine enge Verzahnung zwischen Forschung und Lehre. Das beinhaltet die Tätigkeit auch semesterbegleitend des Masterstudenten, sich in ein laufendes Forschungsprojekt zu integrieren und dabei wirklich Forschungstätigkeit kennenzulernen. Und ein auch sehr beliebtes Praktikum sind die pflanzenbaulichen Übungen ganz am Anfang des Studiums, das den Studierenden einfach den Gartenbau praktisch näher bringen soll. Und hier sehen Sie rechts unten gerade ein ganz aktuelles Bild, in denen jetzt das erste Semester Erdpresstöpfe für die Jungpflanzenanzucht von Gemüse hergestellt hat. Selbstverständlich ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt meiner Tätigkeit die Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten. Und dass ich sie hier zentriere, soll einerseits unterstreichen, dass hier die Theorie und die Praxis miteinander verknüpft wird und auch einen engen Kontakt zu unserem Forschungsprogramm darstellt. Und wir sind in der glücklichen Situation, auch immer sehr aktuelle Themen und aktuelle Aspekte der Forschung Studierenden anbieten zu können, an denen wir selbst auch interessiert sind, weil wir meistens auch zum Beispiel drittmittelfinanzierte Projekte mit Studierenden gemeinsam auch bearbeiten können. Die Verknüpfung von Forschung und Lehre im Sinne der praktischen Tätigkeit findet bei uns intensiv statt, indem wir praxisrelevante Fragestellungen beantworten. Ich möchte hier mal auf ein aktuelles Beispiel eingehen. Wir haben gerade eine Auftragsforschung mit der Saftindustrie, die sich, wie Sie hier auf dem linken Foto sehen, sich mit der schwarzen Möhre als Zusatzgemüsestoff für Säfte beschäftigen. Andererseits ist zum Beispiel auch der Farbstoff, also das Anthocyan in der schwarzen Möhre, auch interessant zur Herstellung von natürlichen Farbstoffen. Ja, das heißt, einerseits die Lebensmittelindustrie, einerseits auch die Färbemittelindustrie trat an uns heran mit dem Thema, wie können wir diese schwarzen Inhaltsstoffe, die Anthocyane in der schwarzen Möhre akkumulieren, eine stärkere Ausfärbung haben. Und da konnten wir dann ein sehr praktisches Projekt in Form einer Bachelorarbeit anschließen, dass wir untersuchen, wie können wir einerseits diese Anthocyane
durch pflanzenbauliche Maßnahmen steigern in dieser violetten Möhre und wie können wir dieses messen? Einerseits natürlich mit einer nasschemischen Analytik, die aber mehr sehr aufwendig und kostenintensiv ist. Langfristig verfolgen wir das Ziel aber auch mit zerstörungsfreien, nicht invasiven Methoden, diese Anthocyane messen zu können. Und das sehen Sie hier auf dem rechten Bild. Hier der Herr Beiß, unser Bachelorstudent, der hier mit einem Spektrometer die Möhren misst, um somit den Einfluss von verschiedenen Kulturmaßnahmen auf den Anthocyangehalt der Möhre zu untersuchen. Somit haben sozusagen beide was davon. Wir, die sozusagen die Lehre und die Forschung miteinander verknüpfen wollen, unser Forschungspartner, der auch mit dieser Arbeit mehr Ergebnisse bekommt, und unser Student, der weiß, seine Ergebnisse landen nicht in der Schublade, sondern werden auch langfristig vielleicht im Glas landen. Ja, ich möchte zu dem Aspekt kommen, was ist so der Output unserer Tätigkeit und wer hat was davon, dass wir diese enge Verzahnung aus Forschung und Lehre am Campus Geisenheim leben? Einerseits meine 50% Forschungstätigkeit, dass wir über unsere durch unsere Studierenden inspiriert werden. Viele kommen aus der Praxis, viele haben gerade aktuelles Schulwissen und haben einfach interessante Fragen an uns. Und diese Fragen oder dieser Austausch mit den jungen Menschen inspiriert uns hinsichtlich unserer Forschung, dass wir viele Aspekte selber noch nicht beantworten können, die da gefragt werden. Und wir sagen, gut, wir greifen es auf. Ja, einfach nochmal the point of view so ein bisschen ändern. Das finde ich sehr bereichernd. Das Weitere ist, dass wir interessierte und ausgebildete Mitarbeiter durch die Studierenden bekommen. Wenn sie Interesse an zum Beispiel Hiwi-Stellen haben, wissen wir, sie kommen mit Eigeninteresse, sie wollen vielleicht selber auch später in der Forschung arbeiten oder wollen einfach auch mal einen Eindruck gewinnen, was wir da eigentlich machen. Zumal sie ja tagtäglich uns ja auch mit unserem Forschungsbetrieb vor der Nase haben. Das unterstützt uns auch sehr, weil wir nämlich auch damit die Möglichkeit haben, auch Drittmittelprojekte gemeinsam überhaupt zu bearbeiten. Und das ist ein Punkt, den wir nicht unterschätzen, weil wir kurzfristig interessierte Mitarbeiter gewinnen können und somit auch es wagen können, uns an Auftragsforschung oder Kooperationsforschung heranzuwagen, weil wir wissen, wir können das schultern mit der Unterstützung unserer Studierenden. Und auch langfristig können wir profitieren, wenn es nämlich eine fruchtbare Kooperation ist, wissen wir, vielleicht macht die eine oder der andere bei uns noch seine Masterarbeit, seinen Masterstudiengang und somit könnte er auch langfristig dann auch bei uns promovieren. Das ist der Teil, den wir sehr positiv sehen, deshalb auch hier auch nochmal so meine schöne mathematische Gleichung, die zu dem Aspekt nochmal zu tragen kommt. Die wesentlichere Frage, die sich stellt, was haben denn unsere Absolventen davon, von dieser engen Verzahnung aus Forschung und Lehre am Standort Geisenheim? Auch da natürlich die Möglichkeit zur Bearbeitung von Drittmittelprojekten. Ja, auch da sich auch vielleicht mal ein bisschen noch ein Zubrot zuzuverdienen und eben auch da einen Eindruck zu gewinnen, was Forschung bedeutet. Sie sehen, aufgrund unserer Auftragsforschung und unserer Kooperation mit gemüsebaulichen Unternehmen, die zukunftsorientiert arbeiten, was eigentlich gerade up-to-date ist in dem Bereich. Ja. Sie sehen, was beschäftigt das Unternehmen, welche Fragen sind noch nicht beantwortet und wo ist anscheinend noch Forschungsdrang, ja, um auch wirklich den Bezug zur Praxis zu bekommen, auch vielleicht auch in den ein oder den anderen Betrieb schnuppern zu können und sich das eventuell als potenziellen Arbeitsplatz auszusuchen. Das meinte ich auch damit, wenn ich sage, Erkenntnis über aktuelles Marktgeschehen, sowohl für uns als die Dozenten als auch die Studierenden. Auch bieten wir über unsere Verzahnung das Knüpfen von Kontakten, sowohl zur Praxis als auch zur Forschung. Und natürlich Networking ist sicherlich kein zu vernachlässigender Aspekt dabei. Und wir vermuten, dass durch diese enge Verzahnung Studierende einerseits praxisrelevante Problemstellungen erfassen können und mit uns, mit unserer wissenschaftlichen Kompetenz auch Lösungsansätze dadurch erhalten, um auch dann selbstständig als fertige Absolventen praxisreif und ausreichend ausgebildet zu sein, um dann den praktischen Betrieben oder den praktischen Fragestellungen auch Paroli bieten zu können. Und damit möchte ich meine Ausführungen beenden und freue mich
auf Fragen von Ihnen. Dankeschön.